Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir uns eigene Komponenten kreieren oder besser gesagt generieren. Und das können wir auf zwei Varianten erstmal machen. Wir wollen beide uns gleich kurz angucken und wir wollen sie nachher auch noch einbinden. Das heißt, wir haben heute ganz schön was auf dem Plan. Mal gucken, ob wir das alles schaffen. Vielleicht machen wir das auch erst im nächsten Video dann fertig. Schauen wir aber mal. Okay, was wir als erstes machen wollen, ist, wir wollen das Ganze über PHP Store machen. Das ist relativ easy, denn wir können hier einfach irgendwo drauf rechtsklicken, New und dann Angular CLI. Und damit können wir eine neue Komponente kreieren. Das ist hier unter Component. Und dann steht hier schon Generate Component. So, und jetzt könnte ich hier den Namen dieser Komponenten angeben, indem ihr hier einfach zum Beispiel Video sagt. Da bleibt ein Mikro. Und jetzt habt ihr das Ganze. Habt sozusagen eine neue Komponente, das heißt einen komplett neuen Ordner namens Video. Und habt eine Video.Component.css, eine Video.Component.html und eine Video.Component.spec.ts und eine Video.Component.ts. Super. Dasselbe können wir natürlich auch über die Kommandozeile machen. Das heißt, ihr müsst nicht diese IDE hier verwenden, damit das Ganze funktioniert, sondern ihr könnt natürlich auch einfach hergehen und sagen, wir befinden uns im Ordner Mein App und dann gehen wir zum Beispiel in SRC rein, in App rein und hier können wir dann einfach Terminal öffnen und sagen, wir wollen eine neue Komponente. Das machen wir mit ng generate und dann im Endeffekt nur noch Component. Und in unserem Fall war das ganze Ding Video und dann wird euch eine neue Komponente namens Video generiert. Das macht im Endeffekt dasselbe, aber ja, wir haben es jetzt hier einfach mal über die IDE gemacht, deswegen haben wir eine IDE, damit das Ganze auch so funktioniert. Ich weiß nicht genau, wie es mit den anderen IDEs aussieht, aber die müssten eigentlich sowas auch können, wenn es wirklich Angular IDEs sind. So, und jetzt wollen wir uns mal diese Video Component angucken. Die ist hier übrigens so ein bisschen rot gefärbt, das ist, ja. Okay, wir haben jetzt hier einen Paragraphen namens Video Works. Das ist doch ganz in Ordnung. Das können wir erstmal so drin lassen. Das ist eigentlich alles, was diese Video Component kann. Hier, das wurde auch schon alles autogeneriert für euch. Das ist die TypeScript. Das heißt, wir haben hier eine Add Component. Wir haben Selector App Video, weil wir das Ganze im App Ordner erstellt haben. Wir haben eine Template URL. Das ist einfach der Standard, dass das Ganze über ein Template, über eine URL geht. Das heißt, dass wir es nicht inline kreiert haben. Und wir haben einen Style. Eine Style-URL generiert. So, jetzt können wir uns gerne mal unsere Seite angucken. Die sieht folgendermaßen aus. Bam, immer noch leer. Wo ist unsere Komponente hin? Naja, wir haben unsere Komponente ja noch nirgends eingebunden, deswegen ist halt einfach so, ne? Aber gut, wir können unsere Komponente noch einbinden. Achso, übrigens, das hier unten, was das hier alles ist, das ist die Klasse und die implementiert das OnInit-Interface. Was genau das ist, kommen wir noch dazu. Das lassen wir jetzt erstmal so leer. So, wir wollen jetzt also, dass diese komische Videoklasse oder diese komische Videokomponente im Endeffekt, dass die irgendwie eingebunden werden kann. Das Ganze machen wir jetzt wieder mal in unserem Modul, denn ich habe ja gesagt, unser Modul ist dazu da, um Komponenten zu verbinden. Und genau das machen wir hier. So, wir gehen jetzt also her und wollen hier unsere Komponente benutzen. Ah, und da sehen wir auch schon, sie wurde automatisch eingefügt, verdammt, okay, ich habe nichts gesagt. Wir haben hier Video Component automatisch importiert und das macht ihr auch jedes Mal, wenn ihr eine Komponente habt, die vielleicht nicht von euch importiert wurde oder nicht automatisch importiert wird. Ihr packt hier einfach ein Import Video Component oder Name eurer Komponente, Component from und dann sagt ihr hier, woher ihr das ganze Ding importieren wollt. In unserem Fall Video, Video.Component. Das ist diese TypeScript-Datei hier. So, und dann hier unter den Declarations habt ihr einen neuen Abschnitt namens Video Component, weil unsere Komponente eben so heißt und wir sie auch so importiert haben. Doch Moment, wenn das alles automatisch funktioniert hat, warum haben wir dann immer noch kein VideoWorks? Also ich meine, das steht ja hier in der Video.Component.html drin, dass hier Video.Works VideoWorks rauskommen sollte. Ja, warum steht das da nicht drin? Naja, ganz einfach, wir haben nirgendwo den Tag benutzt. Das heißt, wenn wir unsere Videokomponente jetzt verwenden wollen, müssen wir diesen Selektor hier verwenden. Also diesen Komponentendingens da. Im Endeffekt ist es ein Tag, den wir so verwenden können. Und dazu gehen wir in irgendein anderes Template rein, also nicht in unseres, also nicht in video.component.html, sondern wir haben nur ein anderes app.component.html und dann sagen wir hier zum Beispiel, wir fügen hier einfach ein neues Listenelement ein. Das ist einfach nur so, ihr könnt es irgendwo einfügen, ist völlig egal.
Und dann sagen wir hier, wir wollen jetzt unser Video-Component einfügen. So, jetzt müssen wir nochmal kurz nachgucken. App-Video, also sagen wir hier App-Video und das ganze Ding wird automatisch vervollständigt. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Listenelement mit App-Video. Okay, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Achtung, ich habe nicht neu gestartet. Video Works. Das heißt, diese Seite wird auch automatisch immer wieder neu geladen, also von eurem Server sozusagen. Und das ist auch super praktisch, wie ich finde, macht auch ziemlich Spaß. Wollte ich nur so kurz hervorheben. Und unser Video Works ist jetzt auch da. Wenn wir uns das genau angucken, dann sehen wir aber trotzdem immer noch natürlich nichts Besonderes. Also es ist alles über JavaScript geladen worden, aber hier sehen wir offensichtlich, dass das Ding als Paragraph hier importiert wurde. Nicht als H2, wie die anderen Elemente hier drin stehen. Also ich kann nochmal kurz zurückgeben. Hier, die anderen Elemente sind alle H2, deswegen sind die so groß. Hier haben wir App-Video als Paragraphen, deswegen ist das Ding nicht so groß. Okay, und so könnt ihr tatsächlich eigene Komponenten importieren bzw. auch verwenden. Dann ist super easy eigentlich, wenn man weiß, wie man es machen muss. Gut, das war's wieder mal von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Falls nein, schreibt mir bitte, wieso nicht. Okay, sage ich jetzt, glaube ich, schon zum 100. Mal. Egal, in jedem Video von vorne, hoffentlich. Okay, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.